Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Sie kommt von Jürgen. Hallo, ich möchte mal wissen, warum Konishi Nummer 2 nur in 4 bis 5 mm hergestellt wird. Mit freundlichen Grüßen, Jürgen. Bei der Futterpelletgröße für Karpfen gilt ganz einfach, so klein wie möglich und so groß wie nötig. Warum? Habe ich jetzt vielleicht schon lange nicht mehr erwähnt. Der Koi hat keinen Magen. Sie müssen sich das überlegen. Das ist wie ein Durchlauferhitzer. Das geht nach dem Schlund direkt in den Darm und geht dann da einmal durch. Im Gegensatz zu uns oder anderen Fischarten, die einen Magen besitzen, wo ein Speisebrei aufbereitet wird, der dann bedarfsgerecht an den Körper weitergegeben wird oder an den Darm weitergegeben wird, hat der Koi nicht diesen Vorteil, sondern das, was oben reingeht, hat one take, um durch den Darm zu gehen und verwertet zu werden. Und jetzt muss man sich einfach wieder vorstellen, das ist dieses AV-Verhältnis. Das habe ich schon bei Luftblasen, wenn es um die Belüftung geht, erklärt. Aber für Futterpelletgröße gilt das Gleiche. AV-Verhältnis, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgelesen, ist aber ganz einfach erklärt. Je größer ein Objekt, wir stellen uns eine Kugel vor, je größer, ich erkläre es am Beispiel einer Kugel, je größer eine Kugel, desto geringer ist in Relation die Oberfläche zum Volumen. Ja? Eigentlich ist schon alles gesagt, ist aber schwer zu verstehen. Die größten Tiere, die es gibt auf der Welt, die haben immer im Norden gelebt. Die haben nicht äquatorial gelebt, sondern im Norden. Warum? Weil um die Wärme in sich zu speichern, musste in Relation die Oberfläche, über die ja die Wärme verloren wird, gering sein. Ja? Und drum hat ein Mammut eine Riesengröße gehabt, ja, um eben diesen Effekt des AV-Verhältnisses zu nutzen. Oder mit Luftblasen ausgedrückt, wenn ich 1 Liter Luft in 1000 kleine Perlen aufteile durch meinen Ausströmer, habe ich insgesamt, wenn ich von allen Perlen die Oberfläche nehme, habe ich insgesamt eine sehr, 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 sehr viel höhere Oberfläche, wie wenn ich den Liter nur in 100 Luftblasen statt in 1000 aufteile. So, und genau das Gleiche gilt fürs Futter auch. Wenn ich eine kleinere Pelletgröße füttere, habe ich insgesamt eine höhere Oberfläche und an der insgesamt höheren Oberfläche kann während der Verdauung alles, was es für Verdauung braucht, all die Enzyme etc. pp. Können viel effizienter angreifen. Und das fördert die Futterverwertung. Also mit anderen Worten, ich habe aller Wahrscheinlichkeit nach eine sehr viel höhere, eine sehr viel bessere und für den Koi eine energieärmere Verdauung, wenn ich dem gleich kleinere Pellets gebe. Im Schlund wird natürlich durch die Schlundzähne ein bisschen was zerkleinert, aber das wird ja nicht zu Pulver dort. Wenn ich insgesamt ein kleineres Futter fütter, wird es energieärmer und effizienter, als wenn ich große Pellets fütter. Ja? Und ich bin mir sogar sicher, das könnte man höchstwahrscheinlich auch bei uns auf dem Analyzer, was die Trübung angeht, zeigen. Wenn ich jetzt zum Teil habe ich schon 1 Zentimeter große Pellets gesehen. So ein Quatsch. Ja? Wenn ich 1 Zentimeter Pellets von einem Futter mit einer ganz kleinen Rezeptur füttern würde oder im Vergleich unsere 4 bis 5 mm Pellets fütter. Konishi füttert zum Beispiel in Japan selbst seine Jumbo-Koi, füttert er mit einem ganz kleinen Pellet, das ist vielleicht so 3 mm, 3 bis 4. Und das ist optisch ein Riesenunterschied zwischen 4 und 5. Warum kann er das machen? Weil er keinen Skimmer hat in seiner Innenhälterung. Also in Innenhälterung, das ist toll. Der würde mich ohrfeigen, wenn ich sagen würde, er hat Innenhälterung in seinen Glashäusern. Ja? Da füttert er ein relativ kleines Pellet. Und die Koi, die fressen und machen und tun. Und auch bei den kleinen Koi, wenn Sie mal unser Konishitosa haben, das ist von ganz klein bis ein bisschen größer. So, das empfehlen wir, Fütterung bis 25, 30 Zentimeter und dann kann man problemlos auf die 4 bis 5 mm Pellets umstellen. Und eigentlich wäre es auch besser, die größeren noch mit einem etwas kleineren Pellet zu füttern, aber da ist einfach, sind unsere Teiche, wie sie gebaut sind, mit Skimmer, mit allem, sind dafür nicht geeignet. Selbst wenn man Zinkfutter füttert und es schleudert dann durch die Gegend, geht dreimal die Hälfte ungefressen in den Filter, das will man natürlich auch nicht. Und von daher haben wir irgendwo gemerkt, die 4 bis 5 mm, wir schießen uns da aber auch nicht drauf ein. Das ist auch bei unserem Hersteller, die haben ja vorne Matrizen, auf, wo das nach dem Extrudieren, wo das Futter pelletiert wird. Und diese Matrizen, diese Futterproduktion ist ja ein abrasiver Prozess, also die verändern dann den Lochdurchmesser während der Lebenszeit der Matrize.
dann ist, wenn die Matrize ganz neu ist, ist unser Futter eher bei 4 mm. Und bevor sie dann getauscht wird, ist es vielleicht bei 4,5 bis 5 mm. Das spielt auch keine Rolle. Also da sollte man nicht päpstlicher als der Papst sein. Aber insgesamt ist es so, wie ich gerade erzählt habe, dass für den Karpfen ein kleineres Pellet einfach sehr viel besser ist als ein zu großes. Und jetzt kommt noch ein Effekt, den ich fast vergessen hätte, der mir aber zum Glück am Schluss noch eingefallen ist. Jetzt stellen wir uns vor, wir füttern unsere Koi 6-mal am Tag mit 200 Gramm und wir haben 30 Fische im Teich. Ja? Wenn ich das jetzt auf ein paar wenige große Pellets verteile, ist die insgesamte Futterverteilung sehr viel ungerechter, wie wenn ich in kleinere Pellets gehe. Weil irgendwann, wenn ich solche Bollen füttere, das ist jetzt übertrieben ausgedrückt, aber dann fressen es halt nur noch die vorwitzigen Karashigoi, Chagoi, weiß der Teufel was, Ojibas, die wo eh keine Furcht haben und wo hocheffiziente Fresser sind, wo verstehen, wie das Spiel funktioniert. Und die eher schüchternen Varietäten kriegen dann irgendwann mal gar nichts mehr ab. Also am besten ein Mix aus Swim und Sink, eine Pelletgröße von 4 bis 5 mm. Dann habe ich sowohl viele Pellets, die ich verteilen kann, und ich habe gleichzeitig ich habe gleichzeitig diese dreidimensionale Futterglocke im Teich, wo die Vorwitzigen fressen in der Regel von oben und die Schüchternen fressen eher von unten. So, habe fertig, genug über Futterpelletgröße und so gelabert. Mach's gut, Jürgen, hoffe dir weitergeholfen zu haben. Bis dann. Ciao.